So, herzlich willkommen bei den Dikus. Jetzt kommt endlich mal wieder ein Video, wie es ab in den Urlaub geht. Lange, lange waren wir nicht im Urlaub. Letztes Jahr im August. Genau, ich habe hier momentan 6 Kinder dabei. 2 andere Kinder kommen erst später dazu. Wir starten jetzt und fahren zuerst mit dem IC bis nach Karlsruhe. Einige Stunden sind wir jetzt erstmal unterwegs. Und ja, wir nehmen euch mit auf unsere Anreise in unseren Urlaub. Wo es hingeht, haben manche schon mitgekriegt, wenn ihr uns verfolgt. Und ansonsten werdet ihr das im Laufe des Videos mitkriegen. So, wir sitzen jetzt im IC. Da ist der Abraham. Er ist beschäftigt da hinten. Wir haben so ein paar kleine günstige Spielmöglichkeiten mitgenommen und so kleine Malhefte, wo die Kinder sich so ein bisschen beschäftigen können im Zug, also verschiedene Malhefte und Bücher und Stifte neue geholt und auch so kleine billige Spiele vom Teddy einfach nur, damit die Kinder halt einfach beschäftigt sind. Genau, der Olu sitzt hier neben mir mit dem Kleinen und beschäftigt ihn gerade. Genau, und so. Wir haben uns das hier so in der Kinderabteilung gemütlich gemacht. Auch ganz nett. Ist jetzt so hier die Kinderabteilung, hat man ja wahrscheinlich schon gesehen an den Tischen. Genau, und die haben wir jetzt für uns 5 Stunden, bis wir in Karlsruhe sind. Und dann geht's weiter. Also die Aspasia, die hat jetzt gerade ein bisschen Regen abgekriegt, weil es regnet in Strömen draußen. Und da haben wir erst alle gedacht, sie ist ein bisschen verrückt. Nee, das haben wir nicht, aber wir mussten jetzt erstmal checken, wo das herkommt. Tatsächlich regnet es bei ihr rein. Ja, aber nur wenn du das Fenster aufmachst. Das ist zwar wahrscheinlich leicht offen, es ist dann hier runter. Ja. Und dann auf meinen Kopf und auf meine Schulter. Ja, und hier wurden schon die ersten Sachen aufgehangen, nicht vom Regen, sondern es wurde noch schnell gewaschen, bevor wir los sind. Also es wird jetzt erstmal was getrocknet hier, damit wir dann im Urlaub kurze Sachen anziehen können. Ja, genau, also bei uns ist es lustig hier. Ich schwitze. So, und ansonsten wird hier schön gespielt und gemalt. Genau, alle beschäftigt hier. Also unser Baby ist jetzt eingeschlafen und ich habe so einen Rucksack, wo so ein Babybett dran ist. Das kann man so ausfahren und dann schläft er jetzt da drinnen. Also schläft er immer bei uns schön in der Nähe. Mal gucken, wie das dann im Flugzeug geht, ob wir das auch nutzen können oder nicht. Im Zug können wir es auf jeden Fall nutzen, das ist schon mal gut. So, wir sind jetzt in Karlsruhe angekommen. Und jetzt haben wir 2 Stunden Aufenthalt in Karlsruhe und dann geht es weiter 8 Stunden Richtung Amsterdam. Genau, also hier ist gar nichts los. Wir sind gerade ausgestiegen vor 2 Minuten. Es ist schön ruhig nachts, also es ist zu empfehlen, nachts zu fahren. So, einmal Karlsruhe Bahnhof. Also hier ist wirklich gar nichts los. Hier laufen gefühlt 10 Menschen alle paar Minuten vorbei und das war's. Genau, wir warten jetzt hier auf unseren Zug. Wir haben jetzt noch eine Stunde, bis unser Zug fährt. Ja, insgesamt haben wir 2 Stunden gewartet dann in Karlsruhe. Genau. Und ja, in einer Stunde geht's weiter und dann nehmen wir euch wieder mit. Also, meine Wenigkeit, wir sind jetzt in dem nächsten Zug von Karlsruhe nach Amsterdam oder kurz hinter Amsterdam. 8 Stunden fahren wir damit und der Zug ist die Katastrophe. Also das ist so ein alter, hässlicher Zug, keine Ahnung,
ja, wir haben gedacht, ein normaler IC, so wie man IC gewöhnt ist, aber das ist einfach nur, ja, hässlich. Ich versuche mal ein bisschen zu filmen, weil die gerade alle schlafen. Ja, guckt es euch selber an, alle in die Toiletten, da wird es schlecht. Wie spät ist es jetzt eigentlich? 3 Uhr, oder? 2:30? Wenn ich Strich mache. 3 Uhr, ne? 3:30. Halb vier. Also 3:30 und der eine Hälfte ist noch wach, die andere Hälfte schläft. Ja. So, hier ist nochmal meine Wenigkeit, der Kleine schläft auch. Ja. Ja, und wir sind unterwegs. Ich sehe in dem Video irgendwie voll müde und kaputt aus. Ich bin aber gar nicht müde und noch gar nicht geschlafen. Aber wir haben uns, bevor wir losgefahren sind, nachmittags hingelegt und ein paar Stunden geschlafen. Deswegen sind jetzt einige fit und einige nicht. Sind wir in Köln und man sieht schon an Zaun, kann man das erkennen, die ganzen Schlösser. Ja, da sind nicht so viele auf der Seite, auf der anderen Seite sind viel, ne? Da sieht man aber nicht so viel. Ja. Da sieht man das vielleicht ein bisschen, dass da Schlösser hängen, alles. Die berühmte Brücke in Köln. Kann man auch da drüben gucken, das sieht man auch. Das sieht man, wenn man da unten durchguckt. Da sind überall Schlösser dran. Aber man sieht halt, hier sieht man es jetzt halt im Moment besser. Genau. Also die berühmte Brücke mit den Liebesschlössern. Da sind wir jetzt. An der anderen Seite, wenn man da lang läuft, sieht das natürlich viel schöner aus. Wir haben es jetzt morgens 6 Uhr. Wir sind jetzt schon 4,5 Stunden gefahren. Ja, und das war die berühmte Brücke. Und wir müssen immer noch 3,5 Stunden fahren, bis wir dann in Amsterdam sind. Genau. So sieht's aus. So, wir sind jetzt in Amsterdam. Das ist Amsterdam. Hier waren wir schon mal. Nee, auf dem waren wir noch nicht. Bahnhof, gell, oder? Nee, auf dem Hauptbahnhof waren wir. Genau, das ist Amsterdam. So sieht das hier aus. Ja. So, wir müssen jetzt zum Gleis 7 und fahren dann zum Flughafen. Englisch, weil ich keins kann. Warum? Ich hab's nie gelernt, so wirklich. So, wir warten jetzt auf den Zug. Also, wir sind angekommen auf dem Airport in Amsterdam. Hier ist eine ganze Menge los. Auf dem Video, finde ich, sieht es gar nicht so viel aus, so, wenn ich so durch die Kamera gucke, aber es ist echt viel los und es gibt 1000 Gänge und ja, jetzt müssen wir halt mal gucken, wie und wo und was und wo wir hin müssen. Ja, schauen wir mal, ne, wie weit wir kommen.
Also, wir sind jetzt in der ersten Etage. Da ist jetzt alles, was mit Flug zu tun hat. Ja, da fliegt minütlich irgendwas davon. Genau, das kann man sehen da. Unser Flug steht natürlich noch nicht dran. Unser Flug geht erst in 12 Stunden oder so, gell? Oder 11. Genau, da müssen wir, glaube ich, irgendwo hin. Wir müssen uns jetzt mal hier weiter durchkauen. Also wir sind schon einen Schritt weiter. So, ein Stückchen Realität. Die Kinder haben nachts im Zug geschlafen. Und trotzdem, weil wir jetzt hier lange warten müssen. Wie gesagt, wie lange haben wir gewartet, Elias? Oder müssen wir insgesamt warten? 11 Stunden, glaube ich, ne? Waren es 11 Stunden? Ja, 11 Stunden, genau. Und jetzt vormittags waren wir ganz gut beschäftigt und haben hier so ein bisschen alles angeguckt und sind rumgerammelt. Und genau, und jetzt schlafen die schon seit einer Stunde, liegen die, glaube ich, hier schon. Und ja, ich weiß, manche denken jetzt, oh, die armen Kinder auf dem Boden und Fliesen. Und das ist erstens gesund für den Rücken, auf dem harten Boden zu liegen. Probiert es einfach mal aus. Zweitens ist es nicht so kalt. Im Moment, da können die auf dem Boden liegen. Im Winter ist das natürlich nicht zu empfehlen. Und drittens machen da so viele Menschen, dass die irgendwo auf dem Boden mal liegen, wenn die irgendwo an der Seite pausieren. Und zumindest die Kinder. Also ich finde das nicht schlimm, wenn man das mal macht, wenn man das nicht jeden Tag irgendwo in der Stadt macht oder so. Das ist einfach ein Stückchen Realität und das finde ich gar nicht schlimm. Ja, also ich finde das nicht schlimm, wenn tatsächlich Kinder mal auf dem Boden liegen. Also ich finde das irgendwie, weiß ich nicht, da gibt es schlimmere Sachen. Zumal die hier nicht liegen, weil wir betteln, sondern weil wir pausieren, weil wir lange Wartezeit haben. Und es gibt wenig Sitzplätze und wenig Möglichkeiten zu warten, wenn wir noch nicht im Check-in sind. Genau, also wir warten jetzt immer noch auf Justus. Justus ist nochmal zurück nach Deutschland gefahren, weil wir was zu erledigen hatten. Das musste er ja noch machen. Jetzt ist er fast auf dem Rückweg, aber er braucht noch ein paar Stunden. Naja, aber ja, noch auf dem Hinweg, aber er ist jetzt da gleich. Und genau, dann fährt er zurück und dann kommt er gegen 8 Uhr. Madeleine und Georgina kommen noch dazu. Die sind von der anderen Seite heute erst losgefahren. Und die kommen um 7 ungefähr, ja. Ja, und dann hoffe ich, können wir spätestens um 9 Uhr in den Check-in. Weil um 11 Uhr fliegen wir dann planmäßig. Genau.